Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der himmelnden Tasten hier bei Skyrim. Ja, in der letzten Folge waren wir hier in der Höhle Inquil drinne und haben gleich mal eine Mission gelöst, die wir eigentlich bisher noch gar nicht aufgetragen bekommen hatten. Aber wir haben sie einfach mal so gestartet, als wir dann ein paar Bücher gefunden hatten. Und zwar müssen wir jetzt diese Bücher hier nach Dämmerstern bringen. Dachte ich eigentlich. War es nicht Dämmerstern gewesen? Ein Moment. Kehre zu Wekel zurück. Wo ist denn der? Ein Moment. Ach, der ist in Rifton, ist der Typ, oder was? Das ist ja jetzt mal höchst interessant. Ein Moment. Ich mache hier gerade nur Mist. So. Okay, dann können wir die dann da jetzt doch nicht zurückbringen. Okay, dann machen wir es anders. Wir gehen nach Dämmerstern und nach Ustengraf dann. Hier können wir jetzt aber auch wieder die Mission umstellen. Und zwar machen wir es denn? Nein. Nein. Nö, das wurden. Da haben wir es doch. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Yay, wie kommen wir jetzt hier runter? Naja, okay. Das kriegt man hin. So steil ist das nicht. Lydia muss wieder den Weg außen rum gehen. Aber wir schaffen das hier lang. So. Schwimmen wir da rüber, oder? Ich hätte ja gerne noch ein paar Alchemie-Sachen, die wir hier vom Grund des See, beziehungsweise das Meer mittlerweile irgendwie aufsammeln könnten, aber da finden wir nichts. Okay. So, jetzt wird es uns auch schon auf der Karte angezeigt, die Stadt. Können wir jetzt genau dahin rennen. Lalalalalala. Lydia, kommst du da klar? Wir sind einfach runtergesprungen. Naja, gesprungen nicht, wir sind runtergeschlittert. Da ist ein Hexenhäuschen oder was? Wir gehen mal zu dem Häuschen da, was es auf der Karte angezeigt wird. Jetzt mal wieder ein Bock und da links müsste dann eigentlich die Stadt sein. Wir machen mal einen kleinen Abstecher nach da rechts. Lydia ist noch nicht zu sehen. Das da oben, oder? Okay, sieht mehr aus wie eine kleine Festung. Ah, da unten haben wir doch. Was sind wir? Nee, das ist da unten. Aber was haben wir denn jetzt hier entdeckt? Nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Okay. Hi, Lydia. Schön, dass du auch da bist. Ist auf einmal so ruhig ohne Musik. Ist komisch. Dämmerstern Zuflucht entdeckt. Ei, sieht das lecker aus. Oh. Schwarze Tür. Tollkirsche. Wollen wir vielleicht erstmal. Wir gehen erstmal in die Stadt. Vielleicht können wir darüber ein bisschen was in Erfahrung bringen. Vielleicht kann uns da jemand was von erzählen. Das wäre jetzt nicht so verkehrt. Dämmerstern. Ein kleiner Hafen. Aber bisher sehe ich noch niemanden hier. Ah, da drüben auf dem Boot sind welche. So. Silus Vesuius Haus. Schlüssel erforderlich. Haben wir nicht.
Alles muss man ja ausschließen. Wir haben doch mittlerweile ist doch Tag. Was haben wir hier? Mörser und Stößel. Schwing mal nicht so. Wir gehen mal rein. Wir schauen mal, was wir da drin entdecken können. Aber eben jetzt das in diese Tür da reingehen. Vielleicht bekommen wir davor ein paar Informationen, um was es sich darum handeln könnte. Mit dem Mörser und dem Stößel man Zaubertränke her. Kommt doch an die Ladentheke. Ich finde, du hast einen wunderschönen Laden, Frieda. Nein, ich habe kein Mittel gegen Albträume, also frag nicht danach. Etwas gegen Albträume? Neu in der Stadt? Ihr Glückspilz. Die Träume haben keine Wirkung auf Reisende. Aber alle anderen. Es ist furchtbar. Stellt euch vor, in euren Träumen immer wieder zu sterben. Jede Nacht. Es heißt, ein Priester von Mara sei im windigen Gipfel. Er sagt, die Göttlichen würden alles ins Reine bringen. Wir werden ja sehen. Ach, herrje. Seid ihr schon lange in Dämmerstern oder was habt ihr zu verkaufen? Wie habt ihr mit der Kräuterkunde immer... Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Oh ja. Oh ja, meine Gute. Du hast doch Bücher. Blitzresistenz. Kauf mal. So, Zaubertränke. Hast ein paar, aber... Du hast kein... Doch, Zutaten nicht, Idiot. Das Bücher ist weggerutscht. Blasenpilz hast du nicht zufälligerweise, ne? Ne, ist alles sortiert. Ha, verdammt. Das ist sehr enttäuschend gerade, muss ich zugeben. Was kostet denn da? Salz der Leere, 362. Ach, herrje. Feuersalze, Ektoplasma. Wir haben ein bisschen Ektoplasma gerade gesammelt. Lasst mich wissen, wenn euch das Rüttelfieber packt. Sagen wir Bescheid. Wir nutzen mal kurz euer Alchemielabor. Ich hätte... Einen Moment, doch nochmal zurück. Ihr merkt, es ist alles total geplant. Müsste unter Büchern sein, eigentlich, das Rezept. Zaubertrankrezept, Krankheit heilen. Giftresistenz wäre auch interessant. Distel und Falmerohr haben wir aber nicht im Falmerohr. Blitzresistenz. Glühstaub und Perle, das haben wir alles nicht. Was sehr schade ist. So. Wir haben sehr viel blaue Bergblumen. Vielleicht sollten wir die auch lieber knabbern, anstatt hier ganz viel Distelzweig. Frostresistenz. Wir hauen jetzt einfach mal aus Spaß Knochenmehl und eine Distel zusammen. Ausdauersenken hinzugefügt. Das wusste man schon, ne? Dann Knochenmehl mit rauer Wulstling. Jawohl, Feuerresistenz hinzugefügt. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Das hat doch super funktioniert. Auswahl aufheben. Das hat sehr viel. Also rote Bergblume. Ist ziemlich geil. Schneebären. Hat Feuerresistenz. Und das ist klar, dass wir dann, denke ich mal, mit dem rauen Wulstling das dann auch herstellen können. Wir machen das jetzt einfach mal, um es einfach mal zu überprüfen. Feuerresistenz hinzugefügt, genau. Was wird denn aber noch möglich sein mit der Schneebeere? Vielleicht Magieresistenz. Ne, hier ist verstärkt, deswegen aber trotzdem mal mit einer roten Bergblume zusammen. Ah, Zaubertrank fehlgeschlagen. Das erste Mal jetzt hier. Bisher hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Wir haben so viele violette Bergblumen. Machen wir auch mal. Jawohl, Frostresistenz hinzugefügt. Sehr gut. Schnee, Schnee, Schnee. Feuerresistenz, Frostresistenz. Feuerresistenz, Magika senken, Magika senken. Mal hier mal mit Lavendel zusammen.
Ah, schade. Haben wir irgendwo Blitzresistenz? Das wäre natürlich witzig, wenn die Schneebäre das auch noch könnte. Naja. Das haben wir gar nicht mal so schlecht gemacht jetzt hier. Das war doch erfolgreich. Ich bin in der Benutzung von Zutaten bin ich immer sehr penibel. Ich will das eigentlich alles nicht verschwenden. Die erstmal mal. Bringt nichts. Erstmal nochmal. Findet man nichts heraus. Zu viele will ich natürlich auch nicht davon essen. Grasam, das interessiert mich jetzt. Giftresistenz, sehr gut. Knochenmehl, da wird man wahrscheinlich dann nichts rausbekommen. Rote Bergblume, ich werde doch hier keinen Riesenzeh essen, bin ich denn blöd? Aber ein wahrer Alchemist muss das schon machen. Schlammkrabbentier. Ausdauer wiederherstellen. Schneebären nochmal futtern? Noch inne futtern? Noch inne futtern? Ja. Schmetterlingsflügel. Gesundheit wiederherzustellen. Das ist gut. Wir müssen Schmetterlingsflügel sammeln. Wieso habe ich denn gerade solche Sprachprobleme? Was soll denn das? Ah, das ist schon mal gut. Hui. Nein. Ah, doch. Dann seid ihr also ein Alchemist? Okay. Was hätten wir denn zu verkaufen? Rezepten kannst du nichts anfangen. Die Zutaten sind unser. Du kannst den Altowein haben und das Muschelfleisch. Leichte Anfälligkeit für Feuer. Schlafbaumsaft. Kannst du haben, kannst du haben. Skoma. Kannst du alles haben. Wundertrunk der Blitzresistenz. Zaubertrank der Feuerresistenz. Der Punkt ist, wir müssen die viel öfter einsetzen, ey. Zaubertrank der gesteigerten Ausdauer. Ausdauer wird für 300 Sekunden um 20 Punkte erhöht. Das ist natürlich ordentlich. Zaubertrank der Stärke. Tragfähigkeit für 300 Sekunden lang um 20 Punkte erhöht. Kannst du haben. Kommen wir schon mal dazu, das einzusetzen. Gut. Lasst mich wissen, wenn euch das Rüttelfieber packt. Ja, das hast du schon mal gesagt. Schauen wir mal, was die Stadt noch so für uns bereithält. So. Das nächste Haus. Und da oben ist ja noch eins. Rinas Haus, Novize. Überall kannst du nicht rein, ey. Man will ja mal jemanden besuchen gehen. Schließt doch nicht die Türen ab. Oder ist das wegen euren Albträumen? Das ist natürlich krass, wenn du jedes Mal weißt, du gehst jetzt schlafen und wirst sterben. Die Akademie in Sartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Daher kann sicher nichts Gutes kommen. Ich bekenne mich schuldig. Seren. Bei den Göttern, ich bin so müde. Was könnt ihr mir über Dämmerstern erzählen? Nicht viel. Nach meiner Heirat kam ich vor einigen Jahren aus Hammerfell hierher. Das Land ist zwar wunderschön, aber ich vertrage die Kälte nicht. Ich weiß nicht, wie Rustleif das aushält. Weißt du, da erzählt die schon, dass sie so müde ist. Und wir haben von den Albträumen gerade erfahren. Warum können wir sie dazu nicht befragen? Ist er das Hammerfell? So ist es. Die Heimat der Rotwardonen. Das Land des Sandes und der Meere. Ich hoffe, ich kann Rustleif eines Tages überzeugen, mit mir dorthin zurückzukehren. Bis dahin reicht es mir aber, mit ihm die Schmiede in Dämmerstern zu führen. Wir können sie nicht fragen, aber was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Das ist schön. So, oh, geheiligter Jagdbogen. Untote bis zur Stufe 7, fliehen 30 Sekunden lang. Jagdbogen der Kraftlosigkeit. Okay, des Frostes.
Ihr habt interessante Waffen, meine Dame. Es kostet halt auch immer alles so viel. Zwergenpfeile. Nein! Werf deinen Blick drauf. Ich wollte doch nicht komplett raus. Ich wollte mir doch noch die Bekleidung angucken. Ein Elfenhelm, sehr geil. Eines Taschendiebstahls wird um 25% erhöht. Interessant. Steige die Feuerresistenz um 40%, aber kostet auch gleich 1538. Boah, ey, so geile Sachen, aber es ist so arschteuer einfach nur. Haben wir ihr irgendwas zu verkaufen? Und so. Ja, die kannst du haben. Kleidung mäßig. Nee. Wir müssen doch viel mehr mal mit dem Barren, glaube ich, arbeiten. Goldbarren haben wir auch noch hier. Quecksilber. Oh Gott. Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Ich arbeite mit Stahl, hauptsächlich Waffen. Niemand in Dämmerstern scheint nachts ruhig schlafen zu können. Ihr kauft am besten euren Stahl und zieht dann weiter, Fremdling. Und wir können niemanden dazu befragen. Das macht mich echt fertig. Wir haben aber auch echt... Wir können hier immer bloß irgendwelchen Schmuck herstellen. Aber das bringt's mir halt echt nicht. Ich helfe meinem Gatten Rustleif, die Schmiede zu führen. Wenn es um Stahl geht, ist er ein wahrer Künstler. Wie schnell habt ihr euch den jetzt von dem einen Ort zum anderen bewegt? So, wir haben es gleich durch. Wir haben hier drüben noch was. Ihr seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach dem. Was ist los? Ich habe nicht viel geschlafen. Wer herrscht über Dämmerstern? Skald der Ältere. Er ist Herrscher von Dämmerstern, seit er ein Junge war, und von seiner Einstellung her ist er immer noch dieses Balk. Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen das Kaiserreich gewendet. Jetzt sind wir alle Teil seiner Rebellion. Ich kaufe alles, was ihr zutage fördert. 50 Münzen, okay. Bis zum nächsten Mal. Ist das hier vom... Nee. Da drüben haben wir noch eine kleine Mine. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Nö, Quecksilber. Jetzt? Nein, keine Drachen. Ah, hier die Leute auf dem Schiff haben wir natürlich noch. Ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen entgegen, aber ich brauche das Gold. Ich glaube nicht an das Gerede, dass ein Schiffskapitän streng und unerbittlich sein muss. Ich will, dass meine Mannschaft ihre Arbeit gern tut. Seid ihr der Schiffskapitän? Durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Was ist mit den Salzen geschehen? Fragt er es gar nicht, ich bin nicht interessiert. Salz der Lehre, ne? War gerade sehr kostbar. Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Finde feingemahlene Salze der Lehre für Wegfinder. Ist natürlich total normal, dass man mal betrunken ist, mit solchen Salzen herumzurennen und dann einfach mal in eine Höhle rein. Ist hier irgendwas neu aufgetaucht? Nee, wir müssen jetzt dahinter. Das ist klar. Na, wer weiß. Irgendwann laufen wir dem wahrscheinlich schon über den Weg. Verlorene Höhle. Nee, das war ja das mit dem Fläschchen. Naja. Dann würde ich jetzt mal behaupten, sind wir hier fertig, oder? Es ist die Frage, ob wir zu dem Tor zurückgehen oder nicht. Aber ich würde es erstmal lassen. Ihr seid doch der von der Akademie.
Hab schon von euch gehört. Das ist schön. Da oben haben wir noch ein Türmchen. Hat die... Wer steht denn da? Kajit ist bereit für alle Störenfriede. Möge euer Weg Banditen belästigen die Karawane mit jedem Schritt. Aber Kajit vertreiben sie normalerweise. Er hat zwar gerade gesagt, dass sie Ärger haben mit Banditen, aber egal. Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger. Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat erinnert. Ich könnte euer Amulett zurückholen. Das ist ein freundliches Angebot. Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind, die hier ihre Hauptschule wieder einkaufen. Was ist denn jetzt hier los? Ja, wir finden das Mondamulett, aber... Ja, was ist denn hier nur kaputt? Was ist denn hier nur kaputt mit dieser Welt? Ich greife die geistlichen Soldaten jetzt an. Hier. Das war schon alles? Wer kämpft jetzt hier? Kaiserlicher Soldat gegen kaiserlicher... Ah ne, Wache von Dämmerstern, verdammt. War nicht meine Absicht, war nicht meine Absicht. Es tut mir leid. Junge, ruhig, ruhig. Es war nicht meine Absicht. Ich habe die Waffen niedergelegt, okay? Ich wollte nicht dich angreifen. Nützt nichts. Wir müssen... Wir sollten fliehen. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm. Komm einfach weg hier. Ah, das ist schlimm. Lydia? Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass wir Lydia verloren haben. Folgen die uns jetzt, oder? Wir müssen mal zurückgucken, wo ist Lydia? Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Da ist sie, komm! Sie lebt noch, das ist gut. Lydia, komm zurück, komm. Da kann hier jetzt nichts passieren, das ist okay. Wir fliehen jetzt einfach. Weil da kommt jetzt gerade die ganze Wache aus Dämmerstern. Mit denen möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Kommt es denn hier schon wieder entgegen? Madran. Ich heiße euch willkommen, Freund. Wie kann ich euch behilflich sein? Gerade überhaupt nicht. Ach, herrje. Ich wollte mich nur mit den Kajit unterhalten. Dann habe ich im Hintergrund schon die Kaiserlichen gesehen. Die hatten schon zu den Waffen gegriffen. Das war schon sehr verdächtig. Ich will mich ja nicht mit den Wachen in Dämmerstern anlegen. Ich habe die dann aus Versehen getroffen. Dahin ist dieser Turm, zu dem wollte ich ja nochmal. Aber Lydia lebt und die wurde jetzt bestimmt nicht von denen getötet. Ich hoffe, dass sie bald hier wieder auftaucht. Na, wir schauen mal lieber nach vorne als nach hinten. Wir nähern uns diesem Turm. Ja, na geil. Na, zwei gleich. Lydia, ich brauch dich hier.
Ist da gerade was explodiert? Stirb! Nummer 1 haben wir. Der Feueratronach wurde zerstört. Der Feueratronach wurde zerstört. Lydia ist da. Sehr gut. Verdammt, wir sind tot. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass uns die Spinne das restliche Leben jetzt einfach mal entziehen kann. So ein Scheiß. Aber ich glaube, damit hat man dann wenigstens keine Probleme mit der Wache aus Dämmerstern, oder? Ich glaube, damit hat sich das aufgelöst. Mal gucken, wo es gespeichert hat. Aber eigentlich müsste es ja gespeichert haben, als wir... In welchem Haus waren wir denn zuletzt drin? Hier bei der Alchemietante, ne? Bei Frieda hieß er, oder? So ein Mist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns die Spinne jetzt das restliche Leben da echt doch entzieht. Eigentlich wollte ich jetzt den Schlachter noch abwarten und dann... Ja. Okay. Gut. Als wäre nichts passiert. Als hätten wir nie Stress gehabt. Ne, Lydia, ist alles gut, ne, oder? Meine Freunde. Was haben wir denn jetzt? Wir hatten nichts mehr groß. Gut, wir hatten mit den beiden von der Schmiede gequatscht. Man sagt, dass die Akademie in Saartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Ach, viel war's nicht. Daher kann sicher nichts Gutes. Quecksilber hatten wir noch verkauft, ne? Ah, Schneebeere. 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 Mit wem hat man da gequatscht? Die Quecksilbermine ist... Emir, ne? Was? Ich kaufe alles, was ihr zutage fördert. So, okay. Gut. Bevor wir jetzt... Sind die da jetzt auch wieder da? Die Kachit. Wir hatten ja uns erst mit den Kachit unterhalten. Ja, die stehen da. Okay, ich bin gespannt. Aber ob jetzt die Kaiserlichen auch gleich wieder um die Ecke kommen und ob es dann wieder Stress gibt, würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge. Hier bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.